Schauen wir uns jetzt konkrete rekursive Prozeduren an. Und zwar im Hamstermodell. Der Hamster soll bis zur nächsten Wand laufen. Das Hamstermodell visualisiert sehr schön das Prinzip der Rekursion. Der Hamster soll also bis zur nächsten Wand laufen. Er steht irgendwo im Territorium. Eine iterative Lösung sieht so aus, die kennen wir. Wenn ich hier eine Prozedur habe zur Mauer, kann ich die definieren als while von frei vor. Der Hamster läuft, wenn diese Funktion aufgerufen wird, bis zur nächsten Mauer. Eine direkt rekursive Lösung sieht so aus. Hier wird definiert die Funktion zur Mauer R und während oder im Prozedurrumpf erfolgt ein Aufruf eben dieser Funktion. Falls vorne frei ist, hüpft der Hamster 1 nach vorne und ruft rekursiv zur Mauer R auf. Schauen wir uns das mal an. Der Hamster steht vor der Mauer. Ist dann die Funktion korrekt? Ja, vorn frei ist nicht vorn frei, also beendet. Der Hamster steht in der Tat vor der Mauer. In diesem Fall, diese Prozedur wird aufgerufen. Vorn frei, ja. Also hüpft der Hamster 1 nach vorne und ruft jetzt erneut zur Mauer R auf. In dem Fall ist vorne nicht mehr frei und das Programm ist beendet. Und dieser Fall, zur Mauer R wird aufgerufen, ist vorne frei, also hüpft der Hamster 1 vor. Zur Mauer R wird erneut aufgerufen, ist vorne immer noch frei, also hüpft der Hamster 1 vor. Jetzt wird zur Mauer R nochmal aufgerufen, jetzt ist vorne nicht mehr frei. Damit ist das Programm beendet.